Das ist sehr. Okay, was hat denn der hier für Features? Blutmagie? Ne. Ne. Das will ich auf keinen Fall haben. So, was können wir hier auswählen? Geistheile, Knolle, Formwandler. Oder Arcana-Krieger. Weiß nicht, ob das was bringt, was ein Hüde. Noch nicht freigeschaltet. Dann müsste ich jetzt irgendwelche Prüfungen absolvieren, oder was? Aber wenn er Heiler ist, naja, immerhin, das könnte was bringen. Machen wir das mal. Das ist ein Arcana-Krieger. Kampfmagie. Ist dieser Modus aktiv, kanalisiert der Arcana-Krieger die Magie nach innen. Er nimmt eine höhere Erschöpfung in Kauf und erhält im Gegenzug einen Angriffsbonus sowie die Möglichkeit, den Kampfschaden durch seine Zauberkraft zu bestimmen. Aura der Macht und Mantel des Nichts steigern diese Effekte. Darüber hinaus kann ein Arcana-Krieger, der diesen Zauber gelernt hat, sein Magie-Attribut verwenden, um die Stärkevoraussetzung zum Tragen hochstufiger Waffen und Rüstungen zu erfüllen. Dabei ist unerheblich, ob der Zauber aktiv ist oder nicht. Interessant, sehr interessant. So, dann haben wir hier Magierknollen, Schild des Nichts und was ist das Rückstoßfeld? Das ist ein Rückstoßfeld, das ist auch ein neues Feature. Solange dieser Zauber aktiv ist, sendet der Magier Wellen zurückstoßende Energie aus. Bei jeder Welle werden sämtliche Gegner zurückgeworfen, die bei einer Prüfung ihrer körperlichen Widerstandskraft scheitern. Jedes zurückgeworfene Wesen kostet den Zauber den Mana. Okay, das heißt, es ist wie ein Abprallschild. Das ist schon mal gut zu wissen. Er kann der auch heilen? Ja, der hat sogar Heilfeatures und reinigende Aura und er hat sogar ein Retz. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So, und hier, dann machen wir hier mal Kältekegel. Nächste Stufe. Dann am Schluss machen wir Schneesturm. Das ist dann das Geilste. Ja. Es wird helfen. Und wie es das wird. So, gehen wir weiter. Spielen. Alles klärchen. So, wo muss ich jetzt hin? Gucken wir mal M. Jetzt muss ich hier hin. Wo ist das? Zum Headley. Nicht zum Headley. Hast du gehört, was in Kirkwall vor sich geht? Bet mal, Finn, er hat mir eine Blume gebracht. Wie aufmerksam. Sie ist wunderschön. Ein bisschen angesabbert, aber wunderschön. Vielleicht solltet ihr ihm sagen, er soll euch eine Morrigan bringen. Das würde uns eine Menge Ärger ersparen. Los, such! Kusch! Was? Ihr müsst ihm schon etwas geben, wonach er suchen kann. Ihr könnt doch nicht einfach Such sagen und erwarten, dass er irgendwas für euch findet. Und warum nicht? Ich habe mal von einem wirklich klugen Mabari gehört, der einfach losgelaufen ist und immer irgendwas gefunden hat. Ein Kuchen zum Beispiel. Ich glaube, der hier ist kaputt. Was ist? Der Hund hier hat schon ganz andere Dinge gesucht. So, dann machen wir das jetzt einfach mal. So, ich rede jetzt mit dem. Warte mal, wie ging das so? Was? Es geht nicht mehr? So geht das nicht. Ja, dann lassen wir es halt. Halt! Da war hier der Knalli. Wo war denn jetzt der Knalli? Ne, da war da vorne drin. Eieiei. Jetzt verlaufe ich mich hier schon wieder in diesem Turm. Es ist Katastrophe. So, da ist dieser Headley. Headley! Genau der Mann, nach dem ich gesucht habe. Dann habt ihr wohl nicht besonders intensiv gesucht, nehme ich an. Ich bin immer hier. Also ich, muss ins Repositorium. Nein. Nein? Und warum nicht? Ich bin nicht irgendein unbeholfener Schüler. Es liegt an mir, richtig? Nein. Die Wächter sind in letzter Zeit unberechenbar. Deshalb bleibt das Repositorium zur Sicherheit aller verschlossen. Oh, na dann, entschuldigt, dass ich euch belästigt habe. Okay, was ist mit Ihnen geschehen? Bedauerlicherweise wissen wir das noch nicht genau. Das Repositorium wird für die alltäglichen Abläufe im Zirkel nicht unbedingt gebraucht. Deshalb haben wir es vorerst versiegelt, bis wir mehr Männer entbehren können. Okay, also das heißt, da muss ich jetzt mal wieder die Haut-Rauf-Nummer machen. Ja, dann ich werde euch bei dieser Sache helfen. Ach, nun gut, es ist euer Leben. Aber bevor ihr dort hinuntergeht, was gibt es dort Wichtiges? Die Statue. Sie weiß einige Dinge über Tevinter und ich muss mit ihr sprechen. In Ordnung. Seid vorsichtig und richtet so wenig Chaos wie möglich an.
Wisst ihr eigentlich, dass es ein Zeichen für Wahnsinn ist, sich mit unbelebten Objekten zu unterhalten? Nicht, wenn sie auch mit einem sprechen. Ihr denkt, diese Statue spricht mit euch? Es ist kompliziert. Sie war nicht immer eine Statue. Ihr werdet schon sehen. Alles klar. Dann mal auf in den Keller. So. Okay, Autospeichern ist aktiv. Mal gucken, was mich jetzt hier erwartet. Und ich sehe hier schon wieder massig rote Blips und da hinten sind auch noch hunderte von roten Blips. Ah ja. Dort sind Gegner. Wow. Lol, was sind das für Viecher? Schnell, mach das weg. Mach das weg. Oh. Da läuft das Ding kaputt. Schnell. Das habe ich noch nicht bevor gesehen. So, gut, der ist down. Jetzt müssen wir den Riss hier irgendwie kaputt machen. Der muss versiegelt werden. Vielleicht geht er durchs Kaputtschlangen weg. Ah, sehr gut. Wir haben es geschafft. Und die Wächter werden wieder normal. Wir sollten uns vielleicht auch um die anderen Risse im Schleier kümmern. Okay, interessant. Jetzt habe ich wieder dazugelernt. Das heißt also, dass ich hier erstmal alles platt hauen muss. Obwohl, gucken wir erstmal, was sitzt denn da oben eigentlich drin? Da ist ein goldener Pfeil auf der Minimap. Auf dem Kringel. Das ist die Statue da. Oh weh. Das sieht auch nicht gut aus. Anscheinend ist sie beseelt. Das Gefängnis wurde gesprengt. Ich sehe das eindringende Dunkel. Unglaublich. Sie spricht tatsächlich. Hallo? Der Schatten wird alles verzehren. Okay, wovon redet ihr da? Ist die 1. 2, sie scheint Angst zu haben. Und 3, hilft euch das weiterfinden. Ich nehme mal die 2. Irgendetwas beunruhigt sie. Vermutlich die Risse im Schleier. Wenn wir den Schleier nicht reparieren, ist die Statue nutzlos. Okay, dann müssen wir jetzt die ganzen Schleier platt machen, also die Risse platt machen. Damit hier nichts mehr durchdringt. Das müssen wir leider tun. Aber. Uah. Und wieder. So, die sind hin. Oh, hopp drauf jetzt. Sehr gut, hopp drauf, volle Kraft. Oh. Ah, Mist. Okay, das hat noch geklappt. Das hat noch geklappt. Wir haben es noch rechtzeitig geschafft. Mal gucken hier. Oh, oh, das sind sogar 3. Am wenigsten hauen die automatisch Styles raus. Wow. Schnell drauf, drauf. Drauf da. Drauf. Mobes. Angriff. Schnell. Schnell. Rein jetzt da. Nicht nachlassen. Ah, Mist, jetzt ist er weg. Wird er jetzt wieder auftauchen? Kann ich mich hier einfach hinten verstecken? Oh je. Bist du noch nicht tot? Schnell, Duft da. Ich werde es tun. Jetzt geht halt. Unverzüglich. Ich werde irgendwas explodieren lassen. Super. Das hätten wir jetzt auch erledigt. Gibt es hier vielleicht irgendwo Kistchen? Ich muss mal ein bisschen intensiver gucken, aber hier im Gang habe ich keine gesehen. Und hier scheint es auch nicht wirklich irgendwelche zu geben. So, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, es geht noch richtig rund. Okay, da ist die Tür schon offen. Was ist da noch drin? Da kommen noch mehr Gegner. Oh, nee. Nein. Weg. Komm, ich mach die Tür zu. So. Bist du erstmal da drin? Nicht nachlassen! Ja. Ich werde dich erschlagen. So gut, er ist platt. Er ist schon mal lahmgelegt. Hoffentlich wird er nicht gleich wiederkommen. Okay, da ist. Oh Gott, was ist denn das? Hier ist. Ist das klug? Das ist ein Wächter der Rupe. Hau den Blatt! Hau den Blatt! Schnell! Gut, jetzt macht er nichts mehr.
Oh, hau zu Blatt. Schnell. So, wo ist das Teil? Oh, shit. Ich werde es tun. Schnell. Der geht gleich kaputt. Ah. Gut, machen wir mal Gruppe. Gib mir die Richtung vor. Sehr gut. Oh, schnell, schnell. Hau zu Blatt, das Ding. Ah, scheiße. So, der rupft. Jawohl, der Mupp ist rupft. Der Mupp ist rupft. Schön. Ja. Hinlegen. Ich hätte im Turm bleiben sollen. Nein. Alles in Ordnung. Guck, und schon regeneriert er wieder. Eieieiei. Da hatten wir nochmal richtig Glück. Jetzt guck ich mal, was hat denn der nicht für Ausrüstung. Hat keinen Helm auf dem Kopf. Keinen Helm. Wenigstens einen guten Stecken. Wo ist denn sein Zauberstab da? Wie heißt das Ding? Vera. Aus Weißstahl. 680. Plus 8 Zauberkraft plus 20 Geistschaden. Ja, das sieht doch ganz okay aus. Was Gutes hat, kann ich glaube ich nicht auffahren, ne? Kriegsstiefel des Magus. Wow. Okay. Ja, diese riesige Knollen. Ey, der hat super Ausrüstung an Bord. Der hat richtig gute Knollen. Und ich habe nicht mal... Ui. Ich habe noch Dragoschuppen 2 dabei. Auch gut. Schutzrune. Ich habe nicht mal einen Stab mehr dabei, wie es aussieht. Nee? Der Ankläger. Wow. Achso, das ist nur ein Streitkolben. Nee, das kann ich ja nicht nehmen. Noch nicht. Alles klärchen. So, hier, das sieht aus wie so eine Werkstatt. Oder wohl, sagen wir eher ein Alchemielabor. Wenn man hier die ganzen Reagenzgläser sieht, die Zutaten. Aber was hier drin war, will ich erst gar nicht wissen. Und hier ist Blut auf dem Boden. Nicht schön. Jetzt hat hier einer heimlich schwarze Magie gemacht. Natürlich. Die irgendwelche Tiere geopfert oder was? Beobachtet. In der Art. Wow. Okay. Schnell, drauf. So, jetzt. Wow. Das ist wieder so ein Zipfelmagier. Was macht denn doch kalt? Wow. Okay, kann... Oh, scheiße. Scheiße, der ist gedottet. Was soll ich machen? Nein, jetzt ist er tot. Gut, bleibt mal wieder alles an mir hängen, ne? Gut, also gut. Jetzt rüsten wir erstmal hier die Mullbinden aus. Hier erstmal schwache schwache Knollen kann ich auch ausrüsten. Jetzt muss ich aber die... Ja, dann brauche ich es auch nicht mehr. So. So, hier rüsten wir erstmal normale Mullbinde aus. Dann hier. Muppis. Der kriegt seine Kekse. Kekse. Genau. Kekse. So, und dann kriegt hier auch ein paar Mullbinden rein. So, hier ein starke, ne, normale. Und stark. Dann kriegt er jetzt hier noch die Ariane. Kriegt jetzt auch Rundumschlag. Auch mal hier rein. Und stark. Alles klärchen. So, dann machen wir dir erstmal einen schwachen rein. Und der Mobus kriegt jetzt auch erstmal seinen Keks. Und ich, gut, ich habe auch schon ausgewählt. Sehr gut. Oh, nee. Ey, ne? Das ist echt mal witzig. Traut sich ziemlich viel, der Sack. Jetzt kriegst du erstmal rein. So, hier. Hopp, haut drauf. Ey. Was soll das? Das ist nicht witzig. Ey. Ah ja, ich glaube, es hackt, hä? So, hier. So, nehmen wir mal eine große. So, hopp, jetzt kriegst du erstmal rein. So, einmal Blatt. So, hier noch eine Binde. Das muss man alles alleine machen hier. Na fair.
Boah. Jetzt haut drauf. Haut drauf auf den Riss. Gut, man haut mal Massaker. So, jetzt geht's rund. Hopp drauf und einer mehr. Haut drauf auf den Teufel. Sehr gut. Und jetzt halten wir uns wieder hoch. Jetzt haben wir hier anmaßendes Auftreten. Dann haben wir hier mal mehr Ausdauer. Die können sich nicht ewig halten. So, der ist platt. Drauf. Auf den Teufel. Ja, hopp drauf. So. Hoffentlich geht er jetzt bald kaputt. Nein, ich bin betäubt. So, wo ist denn jetzt das Ding? Hier drauf. Drauf da. Kräfte sammeln. Ja. Eieieiei. Ich bin ja feierlich. Wo ist jetzt der Eingang? Oh oh. Ich glaube, jetzt müssen wir doch mal einen ganz großen nehmen. Hier noch einen. Wo ist der Riss? Da ist direkt hinter uns, das ist gut. Jetzt dreschen wir voll Rotz drauf. So, höchste Beschimpfungen. Okay, jetzt ist er schon wieder weg. Ich muss den klein kriegen, aber wie? Wo wird er als nächstes auftauchen? Ich kriege mit dem wenigstens. Ja, da ist er wieder. Hopp drauf. Lass mich hin, schnell. Hopp. Ah, Mist. Und jetzt ist der andere schon wieder da. Ich muss so lange durchhalten. Ich muss diesen den Riss hier voll kaputt machen. Eieiei. Das hilft hier gar nichts, die kleinen Dinger. Das sind nur so Pfützelchen. Bah. So, jetzt aber. Es gibt keine Hoffnung. So, hier. Auf voll drauf. Ja. Haben wir es jetzt? Ja, wir haben es. Wir haben es geschafft. Und meine Gefährten leben jetzt zum Glück auch wieder. Uiuiuiui. Ja, man sieht, ich bin echt aus der Übung. Was das angeht. Bin ich echt aus der Übung. So, hier mal öffnen. Brandbombe und wieder Mabari-Keks. Gut, die machen jetzt wenigstens nichts mehr. Aber ich mache hier mal das... Ne, das ist es nicht. Das mache ich aus. Kann man das ausstellen? Ich möchte das ausstellen, bitte. Ah, Mist. Das kann ich jetzt nicht machen. Machen wir hier mal... Präziser Schlag, genau. Jetzt ist das deaktiviert. Hoffe ich. Eieiei. Okay, hier kann man auch rein. Wie ihr meint. So, ein bisschen Gold. Gewand des Sees. Gehen wir mal. Nehmen wir mal trotzdem mit. Paragon Gesundheitsrune. Wow. Ja, damit. Das ist saugeil, die Rune. Gibt ja richtig Power hier. So. Machen wir. Das hier machen wir weg. Das war das, genau, was so eklig ist. Oh weh. Schon wieder. Alle auf den drauf. Erstmal auf den Caster. Das ist das Wichtigste, was man befolgen muss. Der Sieg wird mein sein. So, hier Gruppenheilung, bitte. Speichern wir erstmal die ganzen Mullbinden. So, und da hinten ist das Ding. Oh Mann. Okay. Massenverjüngung. Jawohl. Das kann auch helfen. So, der eine ist platt. So, kommt ihr alle zusammen. Alle zusammen. Warum bist du noch nicht tot? So, hopp, hau zu platt. Hau zu platt. Alle drauf. Alle drauf, das Scheißding jetzt. Hopp, volle Rotz. Schnell. Ah, Mist.
Gut, aber wir können uns halten. Das ist sehr gut. Oh, mein Caster kriegt den was ab. Das ist natürlich nicht so gut. Und hier auf den Deckel kriegt. Und hier drauf auf den Riss. Drauf da. Sehr gut. Und es kehrt Ruhe ein. Das war der letzte. Die Wächter müssten nun ihre Versuche, uns zu töten, einstellen. Sehr gut. Lasst uns zu der Statue zurück. Ja, wir gehen zurück. So, 6 Gold. Wieder ein paar... Oh, geil. Großmeister, Blitzrune, Silberriedrune. Das ist gegen dunkle Brut sehr gut. Und 6 Gold. Jo, wir gehen zu der Statue. Aber erst hier noch die Kiste lutschen. So, was haben wir hier? Oh, 57. Jawohl. Leeres Pergament. Okay. Und Säurebeschichtung. Das ist gut für Apfelsinen. Nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Ariane, hat euer Name auf Elfisch eine bestimmte Bedeutung? Bei den Schöpfern. Warum werden Angehörige anderer Völker das eigentlich immer wieder gefragt? Wo wollt ihr hin? Wir müssen mit der Statue sprechen. Entschuldigung, ich habe mich verlaufen. Na komm. Was ist denn jetzt los? Kräfte sammeln, das brauche ich jetzt auch nicht. So. Hier. Ich bin der Geist Eleni Zinovias. Einstige Gemahlin und... Beraterin von Archon Valerius, bla bla bla. Untergang des Hauses, ja, das hatten wir doch schon alles. Finn, ich grüße euch. Was mich wundert ist, die Statue sieht aus wie Captain Picard, so ähnlich. Redet aber wie eine Dame. Also wie eine Frau. Warum macht man sowas? Okay. Dann habe ich hier wieder mal eine Auswahl. Besteht zwischen euch beiden eine enge Verbindung? Ist die 1. Nummer 2. Geht es euch gut? Ihr habt vorhin ziemlich beunruhigt gewirkt. Und Nummer 3. Inwiefern hilft uns das weiter? Ich nehme das erste. Wir haben uns schon früher über das Reich unterhalten. Es ist schwer, Antworten von ihr zu bekommen. Man muss erst all dieses gewichtige Kauderwelsch entschlüsseln. Wir wissen, wo ein zerstörter Illuvien ist. Können wir damit die anderen finden? Ihr müsst wahrsagen. Das zerbrochene Glas, scharf wie ein Dolch, wird euer Schlüssel sein. Okay. Das heißt, das zerbrochene Glas... Ja. Es wird funktionieren. Sie hat es ja so gesehen gesagt. Jetzt habe ich hier wieder die Auswahl. Nummer 1, wahrsagen. Nummer 2, zerbrochenes Glas von dem Spiegel. Und Nummer 3, Finn, wisst ihr, wie Wahrsagen funktioniert? Ich nehme mal die Nummer 2. Obwohl, ich nehme mal die 3, oder? Nee, die 2. 2 ist besser. Ja. Die Lichter Arlathans werden den Weg des Wahrsagenden erleuchten. Die Archons besaßen sie. Doch sie wurden missbraucht, beschmutzt. Und gingen verloren, wie so vieles, was das Reich berührte. Einige wurden gerettet von Flüchtlingen aus der Elfenstadt. Ihre Trauer weckte den Stein und seine Kinder gaben ihnen Schutz. In den tiefen Hallen von Kathalash, das man heute Kadash nennt, fanden sie Zuflucht. Dort ruhen die Lichter Arlathans. Abgeschirmt von den Augen Unwürdiger. Interessant. Okay, Nummer 1, können wir diesem Ding vertrauen? Ich werde das nicht anzweifeln. Ich gehe mal davon aus, ja, sonst wäre die Statue nicht hier. Nummer 2, ich schätze, wir müssen diese Lichter finden. Und 3, die tiefen Hallen von Kadash. Wir müssen dorthin. Nehme ich die 3. Sie hat die Kinder des Steins erwähnt. Mir war nicht bewusst, dass die Dugin'len meinem Volk einst geholfen haben, als es fliehen musste. Die tiefen Hallen von Kedelash. Das muss irgendetwas Zwergisches sein. Lebt wohl, Finn. Wir werden nicht mehr miteinander sprechen. Was?
Was soll das denn heißen? Das, was sie gesagt hat. Das war das letzte Mal, wo sie mit ihm gesprochen hat. Interessant. Ja, gibt's hier sonst noch irgendwelche Goodies? Nee, ne? Egal, kann man nichts mehr machen. Ist schade. Vielleicht habe ich auch wieder was übersehen. Dann kriege ich dann wieder Schimpfe. Dann heißt dann wieder, du hast das und das übersehen. Na gut. Ihr könnt mir es ja dann zeigen, was ich, wenn ich was übersehen habe. Auf jeden Fall wieder sehr hammergeil, dieser DLC. Beziehungsweise das Add-on. Also Magier, erzählt uns, was los ist. Die Illuvien sind miteinander verbunden. Falls sie noch existieren, führt euch einer von ihnen zu den anderen. Aber der, den ihr kennt, ist zerstört und verderbt. Wir brauchen also etwas anderes, um die Magie zu verstärken. Die Lichter Arlethans. Ja. Okay. Werdet ihr uns begleiten, Finn? Ist die 1. Nummer 2. Inwiefern hilft uns das, Morrigan zu finden? Und 3. Dann los. Ich nehme mal die 1. Ich bin mir sicher, dass irgendwo in meinen Büchern eine Karte zum Kadaschteig ist. Ich werde sie unterwegs schon finden. Alles klar. Dann kommt er jetzt mit. War das nochmal? Euer Name ist Florian Phineas? Horatio Aldebrand, der Hochwohlgeborene, nicht zu vergessen. Mein Vater hat darauf bestanden. Haben euch eure Eltern gehasst? Nein, sie lieben mich. Ich glaube, der Name kommt daher, dass ihre überwältigende Liebe ihren Verstand verdrängt hat. Gut, jetzt rede ich nochmal mit dem Ding. Hier mit dem Hadley. Vielen Dank, dass ihr euch der Probleme im Repositorium angenommen habt. Der Zirkel steht in eurer Schuld. Ach, und achtet bitte darauf, dass Finn sich außerhalb des Turms benimmt. Oh, ihr benehmt euch wie meine Mutter. Hört damit auf. Okay, und es brachte nochmal 3 Goldmünzen ein. Aber da fällt mir was ein. Ich habe ja mit dem... mit Sandal noch nicht geredet. Verzauberung? Ja. Okay, Sandal, was macht ihr denn hier? Ist die 1. 2 nicht ihr schon wieder. Nee, das ist abwertend. 3, und 4, ich gehe dann mal. Ich habe ja von der Vorgeschichte grob erfahren, was ihm widerfahren ist, dass er eigentlich so wurde. Und er kann ja im Endeffekt nicht viel dafür. Ich nehme mal die 1. Verzauberung. Okay, machen wir weiter. Hallo, Hündchen. Sandal wird eine Weile im Turm bleiben. Die Besänftigten untersuchen seine Verzauberungsfähigkeiten und scheinen dabei einiges zu lernen. Das ist doch gut. Machen wir mal weiter. Verzauberung! Ja. Okay, wo ist Bodan? Bodan treibt Handel in Redcliff. Wenn ihr an seinen Waren interessiert seid, kann euch Sandal bestimmt einige davon anbieten. Ja, dann zeigen wir her. Wollen wir jetzt mal gucken. So, was hat er denn hier zu verkaufen? Mabari-Keks, doppelte gebackene Mabari-Kekse, Frostknolle, ein paar Mullbinden. Vielleicht hat er auch wieder ein paar Tollkopfknolle. Eine Knolle, wie geil. Eine Knolle. Dann nehme ich jetzt mal eine mit. Einfach so, was immer die macht. Ich lese mal vor. Die Jugend Ferreltons versucht hin und wieder Tollkopfknollen zu essen. Allerdings wünscht sich kaum jemand diese Erfahrung ein zweites Mal. Anscheinend kann nur ich die essen. Ja, ich bin ja Ressorianer. So, was haben wir hier? Destillationswirkstoff. Und der Preis ist eigentlich angenehm. So, nehmen wir mal mit. Das kann man gut gebrauchen. Dann kann ich da wieder Zeug craften. Lyriumstaub. Das ist auch gut. Nehmen wir auch mal mit. Wie viel Silber habe ich noch eigentlich noch? Och, habe ich ja noch massig. Guck mal hier, 371 Gold. Da habe ich am Schluss auch nicht gewusst, wohin damit. Dann haben wir hier noch Fläschchen. So. Nehmen wir auch mal mit. Auch wenn die nicht gerade unbedingt hier am billigsten waren, aber das ist egal. Elfenwurzel, jawohl.
Ich nehme auch mal mit. Was haben wir hier? Höheres Buch der sterblichen Hülle. Dies ist ein Relikt der Alamari. Der Alamari. Okay, das ist Doppel-R. Muss das immer gerollt werden. Gerollt. Ja, genau, gerollt. Des Barbarenvolkes, aus dem Andraste stammte. Ihr Streben nach Perfektionierung des Körpers war beispiellos. Und das Studium ihrer Lebensweisen gewährt dem Leser einen deutlichen Anstieg seiner Gesundheitsattribute. Ne, Grundattribute, sorry. Buch der körperlichen Methodik. War auch ziemlich teuer, das Geraffel, ne? So, was haben wir hier? Ich muss mal mit Mubis. Mal die Mubis. Halsband ist rein Blut. Okay, das ist genau dasselbe, was er hat. Was haben wir hier? Nee, das ist auch nicht wirklich gut. Das ist auch nicht gut. Kati ist des Schwindlers. Süß, 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 süß. Schaden gegen Tiere. Nee. Nee. Was ist das? Der Zauberschutz. Mal gucken. Ob das für mich interessant ist. Ich würde mal sagen, ja. Plus 5 Willenskraft, das ist imbar, das Teil, absolut imbar. Plus 30% Zauberrisiko, 10% Chance, Angriffen auszuweichen, Chance, Distanzgeschossen auszuweichen. So, hier. Feuerrisiko, ja, das wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt kaufen soll, ne? Immer so eine Sache. Immer so eine Sache. Aber mehr Resi. Das hat noch nie geschadet, sage ich jetzt ganz ehrlich. So, hier Gürtel der Vergänglichkeit. Nee. Gut, das Kampfmagier. So, guck mal hier beim Finn. Was ist denn da drin? Mana-Regeneration im Kampf und verringerte Feindseligkeit. Ja, das ist in Ordnung. Magistergurt. Gürtel des Dalish Jägers. Da könnte doch die Ariane davon profitieren, oder? Naja, die hat sogar was Besseres. Ist okay. Jetzt haben wir hier Ring des Glaubens. 10 Feuerschaden. Da macht aber keiner. Spiralring. 5 Geistschaden. Finn. Was hat der für Ringe? Okay. Und da hat er noch Runen drin. Aber ich brauche im Moment keine. Und er hat sogar Wolfsfälle. Wofür braucht man jetzt da Wolfsfälle? Oder habe ich die noch vom Originalspiel an ihn verkauft, Mann? Ist ja schon ewig her. Egal. Ja, was ich hier mal raushaue, sind hier die Brandbombe. Und hier die ganzen Dinger weg. Element Sprengfeuer. Giftherstellung. Ich stelle keine her. Ein Graffel da. So, hier. Und so hier das Schlangengift. Das habe ich alles mal raus. So. Dämonensekret, das kann alles mal da bleiben. Ja, es bleibt mal alles soweit da. Oh, 2 mal Lyriumstaub. Wieso kann ich das nicht zusammenfügen? Es geht nicht, aber normalerweise könnte man das doch stacken. Wieso geht das nie? Egal. Ist nicht schlimm. Gut. Machen wir hier mal weiter. So, mal gucken, wo uns nun unser Weg jetzt hinführt. Ich denke mal, der neue Ort wird dann auf der Map angezeichnet sein. Würde mich freuen. Ja. Ja, ist eingezeichnet. Ich könnte jetzt hier gehen, Kadaschteig und Elfenruinen. Wo soll ich zuerst hingehen? Ja, der Kadaschteig ist eigentlich um die Ecke. Gehen wir erstmal dorthin. Ich glaube, ich mag die tiefen Wege nicht. Es gibt weniger dunkle Brut, als ich dachte. Aber ich fühle mich beobachtet. Moment, warum haben wir Halt gemacht? Ist dies der Kadaschteig? Okay. Dann Nummer 1, Ariane. Dann 2, ich schätze schon. 3, die Karte des Zirkels scheint davon auszugehen. Ich nehme mal die 3.
Gut, also ich bin meine alten Notizen durchgegangen. Okay. Und weiter? Ist die 1. Und 2 erzählt mir einfach nur das Wichtigste. Na, ich will schon ein bisschen mehr hören. Ich nehme mal die 1. Und ich bin dabei auf diese Fußnote gestoßen. Offenbar haben die Elfen bedeutende Relikte auf magische Art verborgen, um sie vor den Augen unwürdiger zu schützen. Und wenn man bedenkt, was die Magister aus Tevinter getan haben, schätze ich, dass sie zu diesen Unwürdigen zählen. Was ihr nicht sagt. Interessant. Da habe ich hier wieder was zum Auswählen. Das kümmert mich nicht, ist die 1. Moment, das kümmert mich nicht. Wie kommen wir an sie heran, ist die 1. 2 sind wir unwürdig. 3, die Lichter Arlathans stehen also unter dieser Verzauberung. Und 4, es ist ziemlich nützlich, jemanden wie euch bei sich zu haben. Ich nehme mal die 3. Das vermute ich, ja. Aber sie könnten ebenso gut auch tief in der Erde verborgen sein. Um ehrlich zu sein, ist das sogar ziemlich wahrscheinlich. Der Kadash Teig wurde offenbar auf den Ruinen von Kadalash erbaut. Die Lichter Arlathans könnten Meilen unter uns sein. Eure andere Theorie hat mir besser gefallen. Wenn die Elfen die Relikte durch Magie verborgen haben, kann nur das Blut ihres Volkes sie offenbaren. Arian, wir brauchen euer Blut. Wie bitte? Nur ein paar Tropfen. Das ist alles. Okay, das hört sich an wie Blutmagie, so wie hier Nummer 1 auswählbar. Ist das Blutmagie? Dann die Nummer 2. Bitte, Arian, es könnte uns helfen. Und 3, warum muss Arianes Blut sein? Also Arians Blut sein. Ich denke mal, eine andere Dalish haben wir ja, also beziehungsweise Elfe haben wir ja nicht da. Ich nehme mal die 2. Arian, in euren Adern fließt das Blut der Elfen Arlathans. Also seid ihr die Einzige, auf die diese Verzauberung reagieren wird. Also gut. Aber nur, weil mich das ganze Gerede darüber schon kribbelig macht. Ein paar Tropfen. Es geht ganz schnell. Mein Zauber wird magische Wirbel enthüllen. Wenn wir darin stehen, müsste uns die Energie, die zu den Relikten gezogen wird, zu ihnen führen. Sobald wir in den Einflussbereich der Lichter Arlathans kommen, wird Arians Blut sie uns offenbaren. Aber wir müssen dafür in ihrer Nähe sein. So, sorry, jetzt mich gerade mal rausgepfeffert. Und hier auf der Map sind rote Blips und das war jetzt schon wieder nichts Gutes. Hauen wir die erstmal um. Oh, schön drauf. Jawohl. Oh, heilen bitte. Gut. Und alle sind sie platt. Sehr gut gemacht. So, ich switche aber mal wieder auf Nahkampf. Sorry, ich muss mal kurz husten. Oh, da ist jetzt nichts mit Husten. Na gut, haben wir die erstmal platt. So. Sehr gut. Oh, jawohl. Das freut mich doch. Das freut doch das Herz. So, jetzt haben wir hier wieder ein paar bisschen mehr Power. Berserker, nee, das will ich ja nie lernen. Champion habe ich gelernt, einen Tempel habe ich auch gelernt. Jetzt habe ich hier 3 Punkte schon wieder dazu. Was könnte man hier noch nehmen? Hauen wir noch weiter in Stärke rein. Denke ich mal, ist ganz gut. So, hier. Heiliges Zerschmettern. Gucken, was das bringt. Der Templer schlägt mit dem Feuer der Rechtschaffenheit zu und verursacht Geistschaden beim Ziel und anderen Feinden in der Nähe. Ist das Ziel ein Magieanwender, muss es eine Prüfung seiner mentalen Widerstandskraft bestehen, sonst verliert es Mana und erleidet zusätzlichen Geistschaden in der Höhe des verlorenen Mana. Alle betroffenen Feinde sind zudem betäubt oder werden zurückgeworfen, außer sie bestehen eine Prüfung ihrer körperlichen Widerstandskraft. Nicht übel. So. Was gäbe es denn hier sonst noch? Nee, 2 Waffen, das war ja uninteressant, habe ich mal gesagt. Gut, skillen wir das rein. Klasse. Das ist echt klasse. Die Inschrift hier drüben ist in einem alten Zwergendialekt verfasst. Falls ihr weitere derartige Inschriften findet, könnte ich sie vielleicht übersetzen. Okay, also muss ich hier solche Knödel da finden. Der Hund scheint besonderes Interesse an dieser Sehenswürdigkeit zu haben.
Ja, dann gehen wir hin, Mubis. Nun, ich schätze, irgendwo muss er sich wohl erleichtern. Okay, Rangordnung ist jetzt bei den Mabari aktiv. Guckt euch das mal an, hey, die sind alle so wieder voll mit Blutspritzen und Tröpfchen und dem ganzen Fleisch, was sie verhackstückt haben von den Viechern. Das ist sehr interessant. So. Ein magischer Wirbel. Mit ihm können wir die Energie sichtbar machen, die zu den Lichtern Alephens strömt. Ja, okay. Und wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das? Könnt ihr sie sehen? Könnt ihr dem Weg folgen? Okay, wir müssen jetzt dort lang. Alles klärchen. Ich dachte immer, die Zwerge seien geistlos, ohne jegliche Magie. Vorsicht! Aber dieser Ort ist überwältigend. Da ist auch ein Hörlock Alpha dabei. Natürlich. Nix hier. Ich setze mal ein paar rein. So, mein Magier Fritze, der geht jetzt erstmal hin und macht da hinten mal anständigen Damage. Für den Teufel da. Hier, ballerst du dem mal das rein. Und das ballerst du ihm auch rein. Und das, nach Möglichkeit, nein, das nicht. Jetzt haben wir hier noch Siegel des Rückstoßes. Das könnte helfen. Das ist sehr gut. Und der ist platt. Ja. So, okay. Das ging jetzt irgendwie zu schnell. Gut. Ist mir aber recht. Oh. Okay, wir müssen jetzt dort lang. Ich glaube, hier ist irgendwo. Aha. Ui. Licht Alephans. Oh, Wächter! Das hat das Wort auf der Schriftrolle also bedeutet. Okay, was ist das? Wow. Heilung, schnell. Schnell. Gut. Oh, den haben wir umgeschmissen. Den putzeln wir jetzt rein, machen den zu Stein. Mal gucken, ob es klappt. Ja. Hopp, komm. Ja, der ist ja schon tot. Alle Fans sind alte Lampen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Statue auch mal etwas wörtlich meint. Ja, das ist immer so eine Sache. Gut, ich speichere mal ab. Jetzt, wo ich weiß, dass das Game immer so schön instabil wieder läuft. Und leider nicht so zusagt. Wenn ich wieder zurück bin, sollte ich die Geschichte der Zwerge studieren. Mach ruhig. Die Frage ist, ob wir es überleben. Wer weiß, was da noch für Viecher kommt. Was ist das? Wow. Faszinierend. Schnell, hau drauf. So, Hause Blatt. So, hier. Hast du gesagt, du hast irgendwas gesehen. Du hast irgendwas gesehen, hast du gesagt. Jetzt ist die Frage, wo und wann und wieso. Na gut, gehen wir mal weiter. Gehen wir hier mal weiter rein. Okay, da hat was gedroppt. Ja, wieder Schlangengift. Das kann ich dann auch wieder verklopfen. So, jetzt die Frage, hier geht's nicht rein. Und hier? Wird erledigt. Hier hinten geht's aber rum dafür. Es ist eine seltsame Vorstellung, dass die Zwerge den geflohenen Elfen aus Alethen in dieser Dunkelheit zufahren. Das ist ein Brondo. Na gut, dann verabreden wir den jetzt zum Brondo-Burger. Fred Feuerstein hätte es gefallen. Ich habe keine Angst. Super. Ui, da läuft sogar aus. Da ist wieder so 200 Liter Blut auf dem Boden. Eieiei. So, wo geht's jetzt lang? Ich glaube, dieser Ort. Ups, hier ist nichts. Okay, da hat jetzt irgendwas hingeschoben. Oh. Nein. Was würde der Anführer hier drauf da? Drauf. So, hier. Machen wir hier mal ein paar Steine. Und das da. Und das. Und Frostklinge. Machen wir hier mal Frostklingen für alle. Sehr gut. Und down. Das gefällt. Alles klärchen. Oh, 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 oh.
Da hinten ist auch wieder so eine Knolle. Fackeln. Nach tausenden von Jahren brennen sie immer noch. Ist das Magie? Oder ein spezieller Brennstoff? Oder liegt es vielleicht am Aufbau der Leuchter? Hey, wartet auf mich! Ah, ich glaube sehr gern, dass du fasziniert bist davon. Es ist, als würde man in einem Feld voller Sterne stehen. Und sie zeigen uns den Weg. Okay, da hinten ist was. Bei diesem Stein. Mal sehen. Ich sehe eins. Rückblickend betrachtet, hätten wir wohl mit dieser Art von Widerstand rechnen müssen. Hey. Oh Gott. Was soll ich jetzt tun? Hau drauf. Nicht nachfahren, draufhauen. So, hier. Hopp, fällst du um. Ich werde es tun. So, hau den Blatt. Komm, hau ein voll Blatt. Boah, was hält denn der aus? Gut, er ist weg. Raus aus dem Kringel da. Achso, das hat die selber. Entweder ist er damit verflucht worden, ich weiß es nicht. Nee, ist ein Buff sogar. Lebenswächter. Puh. Haben wir jetzt mal Glück gehabt. Was sind das? Endlose Unruhe. Okay. Auch ein neues Feature. Sehr gut. Ich speichere hier mal ab. Fürs Erste. So, und wie es weitergeht, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Erfahrt ihr leider erst nach meinem Urlaub. Ich nehme diese Folgen hier mit in den Urlaub. Damit ihr so einmal in der Woche wenigstens was habt. Dass es nicht ganz so langweilig ist. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nach dem Urlaub dann auch noch bei mir wieder reinschaut. Um zu sehen, was hier die Geschichte noch bringt. Also, bis dahin. Euer Rezo.